Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe, diesmal mit der Skalarmultiplikation. Und ihr seht hier schon, was passiert, wenn man einen Vektor a mal Vektor b nimmt. Ja, das Ding nennt sich dann Skalarmultiplikation und anders als man es denkt, es ist relativ einfach, aber auch relativ wichtig. Das ist ja ganz toll. Und zwar so, wie rechnet man das jetzt im dreidimensionalen Raum? Man gibt jedem Vektor ja seine Koordinaten, also sagen wir mal, na, so wird das nichts, so und so, und so, A1, A2 und A3 und dementsprechend auch noch B1, B2 und B3, die ich gerade mal hier so hinschreiben werde. So, und jetzt kommt da kein Vektor bei raus, sondern einfach, das nicht. A1 mal B1, also ich lasse den Malpunkt jetzt zwischendrin weg, plus A2 mal B2 plus, und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, einfach Upsala. A3 mal B3. So, das ist schon das ganze Hexenwerk. Und da kommt dann am Schluss eine natürliche Zahl raus. Also hier Vektor A mit 3 Koordinaten mal Vektor B mit 3 Koordinaten ergibt eine natürliche, oder nicht unbedingt natürlich, aber eine einzelne Zahl, kein Vektor. Und das ist auch das Besondere eigentlich bei der Skalarmultiplikation. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, zwei Vektoren miteinander zu multiplizieren, dass danach ein Vektor rauskommt. Aber meistens braucht man eigentlich das hier. Und da gibt es schon einige Sonderfälle bei. Und zwar, wenn ich a mal b rechne und es kommt 0 dabei raus, also das ganz gewurstelte Zeug hier, ergibt 0. Dann sind die beiden Vektoren rechtwinklig, also a steht dann im rechten Winkel auf b. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, einen rechten Winkel zu haben, weil wir ja im dreidimensionalen Raum sind, vergesst es bloß nicht. Aber auf jeden Fall sind sie rechtwinklig. Außerdem rechnet man ja mit mal normalerweise ein Rechteck aus. Dasselbe funktioniert auch bei Vektoren. Wenn ich hier Vektor a mal Vektor b rechne, dann kriege ich da auch die Fläche raus. Zwischen den beiden Vektoren. Ist zwar selten gebraucht, aber ist ganz nützlich zu wissen. Ja, und wir werden später auf jeden Fall noch brauchen, um die Länge eines Vektors zu berechnen. Und um den Winkel zu berechnen. Also merkt euch das gut. Ja, was ich euch auch noch kurz zeigen möchte. Wobei, nee, das machen wir im nächsten Video, weil man dazu den Betrag eines Vektors auch noch braucht. Deswegen, ja. Gut, das war's da auch schon. Bitte prägt euch die Formel ein. Und ja, das ist dann mal wieder ein Grundlagenvideo gewesen. Aber auch trotzdem wichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.